Gut, das ist Nasty. 2001 geboren, aber das bitte direkt wieder vergessen. Der ist eigentlich geritten wie ein Vierjähriger. Wir haben den vom privaten Züchter bekommen zum Ausbilden und da war er schon 7 Jahre alt oder 6. Und so dass er ausbildungsmäßig mit einem Vier-, Fünfjährigen erst zu vergleichen ist. Ein Wallach ist ein Wallach, hat eine ganz interessante Abstammung. Viel geht hier zurück so auf die alte Grenzland-Hofzucht mit Rapsohn, Rappur auf der einen Seite, auf der Vaterseite, Teiger vom Wendelineshof, der Vater, wohingegen die Mutter auch auf die gleiche Zucht zurückgeht. Die Mutter ist eine Tochter vom Magnus vom Grenzlandhof, also ganz deutlich in diese Richtung. Er ist jetzt, ich hoffe mal gerade eben so, dass man ihn schon vorstellen kann. In den Gängen noch nicht sehr, sehr gefestigt. Und sonst auch so ein bisschen gucke ich noch. Also direkt von vornherein schon der Hinweis, dass da zumindest jetzt erstmal noch ein Reiter drauf muss, der so ein bisschen Routine hat im Umgang mit Jungpferden, wenngleich er schon 8 Jahre alt ist. Oh je, großes. Ist gut. Okay, führ ein bisschen an. Alles klar, danke. Oh, man sieht jetzt, dass so was hektisch losgeht. Das wird sich zwar nachher alles legen, aber ist gut. Mal gucken, dass er so allmählich ein bisschen runterkommt, ein bisschen zur Ruhe kommt. Versuche mal einfach vorsichtig was anlaufen zu lassen. Aber man sieht schon, ich bin so ein bisschen aufmerksam. Bisschen in Richtung Entlastungssitz. Knie deutlich dran. Unterschenkel erstmal weg. Sieht jetzt alles ein bisschen gefährlicher aus. Und wird auch von mir gefährlicher beschrieben, als es letztendlich ist. Aber wenn man so entsprechend auf so ein bisschen elektrische Pferde drauf eingestellt ist, dann ist das eigentlich die sicherste Möglichkeit, dass einem nichts passiert, hoffentlich. Gefährlich wird es immer nur dann, wenn man so Dinge nicht ganz ernst nimmt oder halt eben nicht korrekt darüber informiert wurde, was ja leider immer wieder vorkommt, dass Leute irgendwo Pferde vorgestellt bekommen, ausprobieren und die erstmal mit ihnen kräftig durchgehen. Das haben wir heute Teil hier noch nicht gehabt, weil einmal ich die entsprechenden Informationen selbstverständlicherweise immer gebe und so ein Pferd, der sich noch so verhält wie so ein Jungpferd, gar keinem anbiete, von dem ich nicht glaube, dass er das auch handeln kann. Das heißt, wir machen es dann meistens so, dass ich mit einem eher einfacheren Pferd anfange, das zu zeigen und den Kunden das Pferd reiten lasse und dann schon mal so sehe, was derjenige reiterlich kann oder wo eventuelle Schwachstellen sind und dann bestimmte Pferde direkt von vornherein auch ausschließe. So, aber jetzt sieht man hier 2 Runden oder sowas und der ist schon deutlich, ich wollte gerade sagen, deutlich lockerer, da hüpft er weg. Aber was man eben auch sieht, dass er im Gang noch gar nicht gefestigt ist. Er hält zwar den Tölt ganz ordentlich bei, aber sobald ich jetzt ein bisschen mehr versuchen würde herauszureiten, dann wird er garantiert wegrollen, angaloppieren, so wie jetzt gerade. Okay, das ist im Prinzip der Stand der Dinge bei ihm jetzt. Da muss weiter dran gearbeitet werden. Also logischerweise ein Pferd für jemanden, der auch an sowas
Spaß hat und da auch ein bisschen Routine hat im weiteren Ausbilden von gerade mal angerittenen Pferden, egal wie alt sie sind. Der Galopp ist ganz schön. Jetzt schauen wir nochmal am Trab. Und der ist auch ganz ordentlich. Leider nicht so überragend im Trab und in anderen Gängen, wie man das so aufgrund der Abstammung vermuten würde. Aber vielleicht kommt da ja noch einiges mehr, wenn er mehr geritten ist. Momentan kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, aber man kann sich ja auch gut täuschen. Aber auf jeden Fall ist es ein Pferd, wo noch einiges an Arbeit drinsteckt und ja, das ja auch nicht selten mal eine Frage des Preises ist, ob man sich nun ein Pferd kaufen kann und möchte, was die Dinge alle schon gut beherrscht. Oder ob man sagt, ich kaufe mir ein Pferd, was mir gefällt, was schick ist, was groß ist, was viel Ausstattung hat, so wie er. Und habe selber die Möglichkeiten, ihn noch weiter auszubilden. Auf jeden Fall in so eine Hand muss er rein, in eine Hand, die noch ein Pferd entsprechend weiter fördern kann. Okay, das war der nächste.